Setze dich oder lege dich einfach ruhig hin und dann sprich im Geiste oder laut mir nach. Ich rufe meine persönliche Engelsgruppe, meine Geistführer und meinen Botschafter der Liebe auf, mir jetzt zu helfen und für mich da zu sein. Ich bitte Sie, für mich einen unterstützenden Lichtkegel zu erschaffen, damit euer Licht und eure Liebe tief in mein Sein einfließen kann. Und indem ich ganz und vollständig geschützt bin. Ich bitte meine persönliche Engelsgruppe, alle meine Aspekte für die Heilung vorzubereiten. Ich rufe die Unterstützung und Energie der passendsten, arcturianischen Wesen der Liebe und Lord Arcturus an, meine Heilung zu beaufsichtigen. Bitte umgebt mich mit eurem reinigenden und nährenden Licht, und lenkt das Licht in jeden Aspekt meines Seins und in alle meine Körper. Ich bitte darum, einen Zylinder der Lichtkristalltechnik über meinem Sein hinunterzubringen. Während die Lichtkristallschwingung mit meiner Energie arbeitet, bitte ich, dass alle Negativität, Blockaden, stagnierenden Energien und Symptome von Krankheiten in hochschwingendes Licht und in eine liebevolle und nährende Qualität umgewandelt werden. Ich bitte, dass die arcturianische Lichtkristalltechnik sich durch alle meine Körper bewegt und mir dabei hilft, loszulassen, ganz und vollständig zu genesen und ganz und vollständig in meiner Kraft zu sein. Bei Bedarf lenke die Energie in bestimmte Bereiche mit folgendem eingeschobenen Absatz. Ich bitte darum, dass die Lichtkristalltechnik sich auf einen bestimmten Teil meines Körpers konzentriert und ihre Reinigung und Heilung in diesem Bereich verstärkt, nämlich die folgenden. Nun spreche im Geiste, in welchen Bereichen du Heilung empfangen möchtest oder Blockaden gelöst haben möchtest. Ich bin dankbar für eure Hilfe, den Ursprung meiner Krankheit oder Blockade zu erkennen, sodass ich dies verstehe, mir vergeben und es gehen lassen kann. Ich bin offen und empfänglich für das arcturianische Heilungsteam
und ihre arcturianische Lichtkristalltechnologie. Ich danke der geistigen Welt, all meinen Helfern, Lord Arcturus und dem arcturianischen Heilungsteam.